Moin Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir sind immer noch hier unterwegs und jetzt, wo wir wieder da sind, schaue ich mal eben, ob ich möglicherweise zurückspringen kann, um diese komische geisterhafte Vision nochmal zu erleben. Kann man da? Kollision in der Luft vermeiden. Wir wiederholen das Ganze einfach mal. Ich will zusehen, was Sache ist. Wenn ich da irgendwie mit dem Adler vernünftig langkomme, vielleicht erfahren wir noch mehr Infos, noch mehr Hintergrundinformationen zu dem Ganzen. Von Merida heißt sie? Ach nee, nicht Merida. Verdammt, wie hieß sie denn jetzt noch? Juno und... habe ich vergessen. Was hast du mit mir gemacht? Meine Form gelegt, vorne ist noch Kultur entspricht. S ist runter. Sie erleichtert uns die Navigation. Alles klar. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, der du ihnen das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Ach komm, als wenn die der... als wenn ich den Baumstamm da getroffen hätte, jetzt mal ernsthaft, Leute, ey. Das ist doch wohl lächerlich, jetzt mal ernsthaft hier. Ja, hier, komm, lass mich vom Baum fliegen. Die Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land... Lass mich vom Baum fliegen! Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Ja. So. Ach, das ist jetzt völlig egal, oder was hier? Konnte ich vielleicht nicht tatsächlich irgendwie weiter? Ach, mal gucken, ey. Du bist aus einem ich weiß es nicht. Was weiß ich. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Ja, gucken wir mal, ob wir hier jetzt diesmal durchkommen hier. Was erfährst du von einem Mann, der dich weiter auswählen wird? Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen was du schnell. Ja, da ist Ende. Dann hätten wir uns die ganze Klamotte hier auch sparen können, ne? Also bis auf die Kollision, die man nicht machen soll, ist da vorbei. Ja, das... gut, ne? Von mir aus... kam mir nur so vor, als wenn es abgebrochen wäre. Warum hat Desmond denn auf einmal Tomahawk und Bogen auf dem Rücken? Na gut. Ja, ja, ist gut. Komm hier, wir machen weiter. Ich dachte, vielleicht könnte ich das irgendwie vermeiden, dass da abgebrochen wird. Wird? Warum bin ich jetzt auf einmal hier unten? Ich war doch vorhin da oben. Zwischen den Felsen. Ich fühle mich verarscht. Was soll das? Ach komm, hier. Kletter hoch da. Du kannst dich da doch festhalten, das sehe ich doch von hier. Sind wir da, wo wir angefangen haben. Wie schön. So. Nur irgendwie im Winter. Ich
War das vorhin auch schon Winter? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich glaube nicht. So, was haben wir hier? Schnellreise. Was haben wir da? Abenteuer. Da haben wir Federn. Oh, jetzt kommt wieder die Frage der Fragen. Was soll ich zuerst machen? Legen wir erstmal da fest. Müssen wir erstmal dorthin. Frage ist bloß, wie soll ich hier runterkommen? Ups! Jau! Alter, ich fall von der Klippe und er stellt sich neben mir, wenn du die Jagdhütte suchst, ne? Und jetzt auf einmal ist es wieder Sommer. Sag mal, oder Frühling. Wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist denn jetzt hier? Ey, habe ich irgendwie zufällig irgendwas ins Trinkwasser gekriegt oder so? Das ist alles nur ein böser Traum, ist wahrscheinlich. So lachhaft. Das ist ein Schwachsinn. Fünf Hirsche erlegen. Einen Wolf töten. Zehn Tiere häuten. Zack. Dann machen wir nochmal die Jagdherausforderung hier. Ah, das ist zu steil. Das ist Bärenkacke. Nussig. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Komme ich da am besten an den Rand. Verdammt. Zack. Oh, ein Hirsch müsste ich noch. Schauen wir mal. Kumase. Verdammt. Ja komm, hier müssen ja, irgendwo müssen doch hier noch so ein paar Rehe oder ein paar Hirsche rumlaufen, das weiß ich doch. Hier
wird sich doch bestimmt noch das ein oder andere Tierchen erlegen lassen. Da habe ich doch was schnaufen hören. Zack. Hast dich verraten. Das war dein Tod. So. Sonst noch was? Na gut, dann laufen wir jetzt erstmal weiter hier. Ich müsste zwar noch, glaube ich, einen Wolf töten oder so, aber den werde ich wohl früher oder später schon über den Weg laufen. Dann schauen wir erstmal, was es dort für ein Abenteuer zu bestehen gibt. Kuriermission. Schnellreise. Da unten haben wir noch eine Truhe. Ach, wir schauen mal, wir schauen mal. Wir rushen hier nicht durch. Na, Leute. Was gibt es so? Mission starten. Machen wir doch mal. Da waren wir. 8 Monate in Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem dritten Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als 1 Dutzend Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa 1 Monat in ihrem Territorium wilderten. Ihre Musketen waren auf uns gerichtet, die Pfeilspitzen spürten wir in unserem Rücken. Machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine 3 Ballen und die 1,5 meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte. Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen. Und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina. Schöne Geschichte. Schön, schön, schön. So. Nach Hinweisen suchen. Dann gucken wir doch mal. Da was glitzern, da ist eine Feder. Habe ich das jetzt richtig verstanden noch? Da muss ich hin jetzt, oder wie? Ist das richtig? Ach, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber das sieht doch aus wie ein Baum, an dem man hochklettern kann. Jupp. Uns erstmal da drüben die Adlerfeder. Zack. So. Dann gucken wir mal in das nächste Abenteuerlager. Aber da haben wir noch einen Wolf. Na, kommt mal her. Zack. So, mein Freund. Wo ist der andere? Zack. So, und der letzte. Da haben wir ihn. Zack. Auch du bist dahin. Zack. Noch einer. Und er ist auch hin. So, das war's. Puh. Ja, das war die Rache.
Für die Klamotten, die ihr da vorher mit mir abgezogen habt. Schön die heute einsammeln hier. Gibt Geld. Höchstwahrscheinlich. Ich denke, ich kann die Sachen verkaufen oder mir da irgendwelche schönen Sachen draus basteln. Keine Ahnung. Mal gucken. Hat sich schon mal gelohnt hier. Zack. Ah, ich bin der, der mit dem Wolf tanzt. Und mein Messer in sie rammt. Schauen wir doch mal, was uns da oben erwartet. So. So, das hier ist das Lager der Abenteurer. Dann suchen wir hier doch mal nach Hinweisen. Aha, aha. Da haben wir doch schon ein paar. Oh mein Gott. Er ist tot. Da haben wir einen Wolf. Das hat nicht gereicht, dass ich gerade deine 5 Leute da weggeknallt habe. Deine 5 Rudelkollegen? Nein, jetzt musst du mich auch noch ankacken, ne? Ja, so nicht. Dein Fell gehört mir. Gucken wir mal. Was? Was zum Teufel? Ein Luchs. Ja, nee, ist klar. Dein Fell gehört mir auch. Da ist ja noch was. Da hinten war, hier war doch noch was. Nein! Ah! Runter mit dir! Zack! Mein Gott, wie viele gefährliche Tiere hier unterwegs sind. Wer hätte das gedacht? Ein Hirsch. Zack, du gehörst mir auch. Einfach beat die Hirsch. Alles klar, ey, wie ich hier einfach mal den halben Wald dezimiere. Vielleicht sollte ich damit aufhören. Ich meine, schließlich bin ich ja eins mit der Natur. Schon schön. So, dann schauen wir mal, was können wir denn noch machen? Hier haben wir nochmal die Abenteurer. Die haben jetzt wahrscheinlich irgendeine andere Story zu erzählen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde erstmal sagen, wir erforschen hier nochmal den Turm. Kann ich hier runterspringen? Ja. Oh, da unten kloppen sich zwei Wapiti-Hirsche. Die 250 Meter da. Das kriegen wir schon hin. Hm, jetzt bloß die Frage, wie ich da hochkomme. Ne? Aber ich bin ein guter Kletterer, also eigentlich dürfte das kein Problem sein. Hier dürfte ich wohl nicht hochkommen. Müsste ich, glaube ich, hinten rum. Nee, hier kann ich mich nicht festhalten. Hm. Nee, nee, nee. Nö, nö. Ach, da oben muss ich hin. Da oben muss ich hin. Ja, dann klettern wir hier mal. Da hoch? Nee, ich muss hier lang.
Ich musste mir einen Weg suchen, aber hier machen wir erstmal eine Pause, Leute. Ob wir das schaffen, da oben den Aussichtspunkt zu erreichen und was uns auf unserer Reise mit Connor noch so erwartet, seht ihr in den nächsten Folgen Assassin's Creed 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein!